Jo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Drink. Heute mit dem Monster Kaffee Mokka in der Glasflasche. Die sind auch erst neu. Es gibt glaube 3 verschiedene. Ja, ist mal was komplett Neues in der Glasflasche. Hier oben haben wir den Deckel mit einem braunen Monster M. Oben am Flaschenhals Mokka. Und hier das Hauptdesign. So eine Kaffeetasse mit Schokolade und Kaffeebohnen. Kaffeemonster. Die Dose. Die Flasche beinhaltet 405 Milliliter. Energy Coffee. Auf der Rückseite haben wir keine Nährwerttabelle, sondern lediglich die Inhaltsangaben in Form von normalen, fortlaufenden Text. Mal gucken, ob wir das jetzt hinkriegen, hier scharf zu stellen. Absolut. Die sind pro Dose 180 Kalorien. Das geht jetzt alles ein bisschen blöd zu lesen, weil eine Tabelle schöner wäre. Auf jeden Fall 180 Kalorien in Zuckergehalt. Bin ich gerade noch auf der Suche? Ach ja, 29 Gramm. Koffein steht hoffentlich auch hier unten irgendwo. 150 Milligramm pro Flasche. Ja, ich habe die schon mal etwas geschüttelt, weil man hat sonst hier einen Absatz unten auf dem Boden. Und ja, soweit zum Aussehen. Ich würde sagen, ich mache die jetzt einfach mal auf hier. Zack. Und zack. Ja, die Farbe, die seht ihr ja selber schon durch die Dose, Flasche durch. Ja, ich komme einfach mal zum Geruch. Riecht ja wie Monster Kaffee. Wie Monster Kaffee halt riecht. So etwas wie Cappuccino und so ein Eiskaffee, den man so kennt. Den man auch im Laden zu kaufen bekommt hier. Ja, gefüllt ist er bis hier zu dieser Kante. Hier oben ist nichts mehr. Geht nur bis hier hin. Dann würde ich mal sagen, Prost. Alter, ist da geil. Alter. Also da ist er mal richtig geil. Der ist richtig süß. Schmeckt, Alter, der ist richtig geil. Der schmeckt so wie ein Eiskaffee. Bloß als ob man da noch irgendwie mehr Zucker reingetan hat. Obwohl es ja nicht so ist, weil der hat genauso viel Gramm Zucker wie ein normaler Milchkaffee, den man aus dem Kühlregal bekommt. Für 50 Cent. Aber da hier, da schmeckt halt tausendmal geiler. Da schmeckt viel intensiver, nicht so in Anführungszeichen dünn, sondern schön dick. Richtig schön dick. Mit einem guten Anteil an Zucker drin. Muss ich jetzt sagen. Na? Also absolut, den würde ich mir definitiv wieder kaufen. Was ich jetzt irgendwie nicht so passend finde, das in einer Glasflasche abzufüllen. Das ist irgendwie ungewohnt, einen Energy Drink aus einer Glasflasche zu trinken, obwohl in Anführungszeichen Energy Drink. Weil, naja, es ist halt auch nur ein Kaffee. Mit Koffein natürlich, ne? Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal.